Hallo, heute habe ich euch etwas hauptsächliches Schwarzes mitgebracht. Und zwar nennt sich das gute Stück Merida Sculptura 8000 E Carbon. Wieder ein verdammt langer Name von Merida, aber schauen wir mal, was dahinter steckt. Das Sculptura 8000 E ist eines der letzten Räder, die es noch in dieser Konfiguration überhaupt zu kaufen gibt. Die Hersteller gehen immer mehr den Trend der Scheibenbremse. Hier hat man jetzt noch normale Rennradbremsen verbaut auf Carbonfelgen. Die passenden Bremsbeläge sind natürlich mit dabei, aber zusätzlich auch noch die Bremsbeläge für Aluminiumfelgen, sodass ihr zum Beispiel andere Laufradsätze aus Aluminium problemlos fahren könnt. Die Montage der Bremsbeläge ist sehr einfach. Und dadurch, dass die Bremse hier oben montiert ist und nicht hinterm Tretlager, wie das bei Aero-Rädern oft der Fall ist, geht das hier auch recht schnell von der Hand. Deshalb ist da kein Problem gegeben. Dadurch, dass das Rad keine Scheibenbremsen hat, ist es immer etwas leichter als die mit Scheibenbremsen. Das Rad, so wie es hier steht, mit elektrischer Di2-Schaltung und Carbon-Laufrädern, wiegt 7,5 Kilo. Ich denke, das ist schon ein ganz guter Wert. Der Rahmen vom Sculptura ist der CF4-Rahmen. Das bedeutet, das ist der beste Rahmen, den Merida baut. Der ist auch im Top-Modell verbaut. Dieser Rahmen wird auch vom Profi-Team Bahrain McLaren Merida gefahren. Wobei Merida jetzt normalerweise nicht mehr am Namen auftaucht, sondern nur noch der Sponsor für die Räder ist. Also es das heißt eigentlich Bahrain McLaren. Der Monocoque-Rahmen ist vollständig aus Carbon natürlich. Es gibt keine Aluminiumteile, außer das Ausfallende, das dann angeschraubt wird. Das ist aus Aluminium. Die Gabel ist ebenso voll Carbon von oben bis unten. Der Flaschenhalter wird bei Merida mitgeliefert. Der Flaschenhalter passt vom Design recht gut dazu. Er wird von Merida mitgeliefert zum Rad. Am Rad selber findet man fast nur matte Farben. Allerdings sind die Schriftzüge von Merida glänzend schwarz. Wir sehen hier und hier und hier. Auf dem Oberrohr ist ein leicht grauer Untergrund. Darauf gibt es dann glänzende schwarze Applikationen. Das setzt sich auch auf den Laufrädern fort, wo die Schriftzüge dann auch in leichten Grau gehalten sind. Die Reifen spielen auch mit. Auch dort ist die Schrift grau gehalten. Auf der Sattelstütze und auf dem Vorbau und Lenker sind glänzende schwarze Applikationen enthalten. Vom Design her ist es fast komplett schwarz. Man kann mit ein bisschen gutem Willen das ganze Rad dann tatsächlich schwarz machen. Die Kette, der Zahnkranz und die Kettenblätter vorne werden ja von alleine schwarz, wenn man nicht putzt. Die restlichen Schrauben könnte man jetzt durch tatsächlich schwarze Schrauben ersetzen. Also mit ein bisschen guten Willen und Geduld kriegt man das Rad komplett schwarz. Die Aufkleber, die hier noch dran sind, kann man auch entfernen, denn sie sind nicht überlackiert, sondern kleben einfach auf dem Rahmen drauf. Die Sattelstütze ist von Merida. Sie ist aus Carbon und beinhaltet den Akku für die Di2-Schaltung des Fahrrades. Der Vorbau und der Lenker sind von Merida und aus Aluminium. Hier könnte man dann noch ein bisschen Gewichtstuning betreiben, wenn man höherwertige, leichtere Carbonteile verbauen möchte. Es gibt aber auch sehr leichte Aluminiumteile, die man hier montieren könnte, um noch etwas Gewicht zu sparen. Die Schaltung ist komplett Shimano Ultegra Di2, also Schaltwerk, Umwerfer, Schalthebel und auch die Bremsen stammen aus der Ultegra-Reihe. Die Übersetzung hinten ist 11 bis 28 und vorne 36, 52 Zähne. Die Pedale, die ich hier montiert habe, sind XTR-Pedale von Shimano. Manch einer fährt ja das Rad auch mit Mountainbike-Schuhen, weil er vielleicht noch Mountainbikes hat oder das so gewöhnt ist oder weil er damit besser laufen kann. Man kann natürlich auch andere Pedale montieren, Rennradpedale jeder Art. Die Gewinde sind genormt.
Pedalmontage, wie das geht, hatten wir euch schon mal gezeigt. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal in der Videobeschreibung nochmal nach. Die Laufräder stammen von Vision. Das ist eine Tochterfirma von FSA. Diese sitzt genau wie FSA Hauptmarke in Taiwan. Die Laufräder stammen von Vision. Das ist eine Tochtermarke von FSA. Die sitzen in Taiwan. Bei diesen Laufrädern ist die Felge aus Carbon und die Narbe sowie die Speichen aus Metall. Es sind jetzt nicht die leichtesten Laufräder, die man in dieser Konfiguration kaufen kann, passen aber ganz gut zum Rad. Auch mit der etwas höheren Felge wirken sie hier ganz gut passend zum Rad. Die Reifen stammen von Continental. Es sind die Grand Sport Race in einer Breite von 25 mm. Sind jetzt nicht die absoluten Top-Reifen von Continental, die spielen dann in einer anderen Liga. Diese hier sind etwas schwerer als die Top-Modelle, bieten aber schon einen ordentlichen Pannenschutz fürs Training. Auf jeden Fall gut geeignet fürs Rennen, würde ich bei diesem Rad dann auf jeden Fall andere Reifen montieren. In der DI2 von Shimano, die hier verbaut ist, ist auch ein Wireless-Interface integriert, sodass ihr die Schaltung bei diesem Rad auch über Bluetooth ansteuern könnt mit einer App, die es von Shimano gibt, sowohl für Apple als auch für Android. Die elektronische Schaltung funktioniert auf Tastendruck. An den Griffen ein großer und ein kleiner Schalter. Der große ist zum Runterschalten, der kleine zum Hochschalten. Es gibt da so einige nette Dinge, die man dann einstellen kann an der Schaltung. Den sogenannten Multishift-Modus zum Beispiel. Dort schaltet ihr nur noch das hintere Schaltwerk. Der Umwerfer wird von der Schaltung automatisch betätigt. Also wenn ihr in bestimmte Übersetzungsbereiche kommt, schaltet der Umwerfer automatisch entweder vorne aufs größere oder aufs kleinere Kettenblatt. Da kann man zwei verschiedene Modi kann man sich konfigurieren und zwischen ihnen umschalten, entweder über die App oder über das Interface. Da ist ein kleiner Schalter dran, wo man da umschalten kann. So wie das Rad hier steht, in der Rahmengröße SM, 52 cm, wiegt es 7,5 Kilo. Kann man nicht viel meckern, eigentlich nur draufsetzen und losfahren und freuen. Das Sculptura ist ein Racebike. Man kann damit jedes Rennen eigentlich bestreiten, was man möchte. Je höher die Race-Klasse natürlich ist, umso mehr Tuning-Potenzial ist hier vorhanden. Für die ganz obere Klasse ist natürlich 7,5 Kilo viel zu schwer. Da müsste man dann ordentlich tun. Aber für Jedermann-Rennen, für kleine Lizenzrennen, sind hier erstmal überhaupt keine Umbauten nötig. Man kann damit sofort loslegen und, wenn man die Kraft hat, auch gewinnen. Für Trainingsfahrten und einfach Spaß haben, ist das Rad natürlich auch geeignet. Das Rad hatte mal einen Preis im Jahr 2019 von 5.499 Euro. Heute könnt ihr es schon zum Beispiel bei unserem Partner Raddiscount für 3.499 Euro, also 2.000 Euro unterhalb der UVP kaufen. Damit ist das Rad preislich super eingeordnet, denke ich. Und man kann damit auch auf Trainings- und Spaßfahrten ordentlich reinhauen. Ein klein bisschen könnt ihr noch sparen, wenn ihr unseren Gutschein einlöst, den ihr unten findet, und zwar 20 Euro. Das war's für heute. Ich hoffe, den einen oder anderen hat das Rad interessiert. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Wir versuchen da so schnell wie möglich zu antworten. Weitere Videos von uns findet ihr auf dieser Seite. Den Kanal könnt ihr hier abonnieren. Die Playlist gibt es dann hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Olaf. Tschüss.